Entdecken Sie Ihre Leidenschaft für Herausforderungen und erleben Sie Fahrspaß voller Kraft und Eleganz. Autohaus Allgäu, Ihr autorisierter Mercedes-Benz-Partner in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Donnerstag. Unter anderem sehen Sie heute das bei uns. Blick in die Zukunft auf der Suche nach dem richtigen Beruf mit den Technikcheckern. Preisgekrönte Philosophin, Abiturientin im Maristenkolleg auf der Spur der größten Lebensfragen. Und auf in den Garten, welche Arbeiten für Hobbygärtner jetzt anstehen. Über 90 Geschäfte, Cafés und Restaurants. Über 1000 Parkplätze. Montag bis Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Darum ins Forum. Forum Allgäu, mitten in Kempten. Was will ich einmal werden? Womit will ich mein Geld verdienen? Die Frage nach dem zukünftigen Berufswunsch ist vermutlich eine der schwierigsten und wichtigsten überhaupt. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt, die Einstellungsvoraussetzungen aber leider häufig auch. Wo und wohin es beruflich gehen soll, das findet man am besten durch Ausbildungsmessen, Schnupperlehren oder aber durch Projekte wie die Technikchecker der Bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeber heraus. Bei der Firma Rode & Schwarz in Memmingen, einem weltweit tätigen Messgerätehersteller, findet momentan ein Schnuppercamp der Technikchecker statt. Und meine Kollegen David Jo, Peter Böhe und Marc Gotthoff waren für uns dabei. Es wird fleißig gelötet bei den Technikcheckern. Unterstützt von Auszubildenden der Firma Rode & Schwarz werden hier momentan Schallpegelmessgeräte gebaut. Für die Teilnehmer des Technikchecker-Camps eine Möglichkeit, einen Eindruck von der Ausbildung beim Memminger Messgerätehersteller zu bekommen. Mit dabei sind insgesamt 10 Jugendliche aus den verschiedenen Memminger Real- und Hauptschulen. Aber alles Jungs, denn das Projekt wendet sich ausschließlich an technikinteressierte Buben. Es gibt sehr, sehr viele Projekte für Mädchen und Frauen, ganz unterschiedliche Sachen, aber viel auch im Technikbereich. Und wir haben einfach gemerkt, hier sind die Jungs auch ein bisschen im Hintertreffen. Es gibt hier sehr wenig, wo sie Jungs ausprobieren können. Dem möchten wir jetzt einfach mal so einen Anstoß geben und ein Projekt aufsetzen. Jungs zwischen 14 und 15 Jahren sollen hier auf den Geschmack kommen und sich, wenn möglich, für eine Ausbildung im gewerblichen Bereich entscheiden. Aber auch die Firma Rode & Schwarz profitiert von dem Projekt, denn wie überall wird es auch hier immer schwieriger, geeignete Nachwuchskräfte zu bekommen. Wenn ich da in den Rückspiegel schaue und da die letzten 5 Jahre ein bisschen mir vor Augen nehme, dann haben wir vor 5 Jahren doppelt so viele Bewerber gehabt in den gewerblichen Berufen wie zurzeit. Und deswegen ist es ganz wichtig, solche Sachen zu machen. Und das fruchtet auch. Also wir sind von 150 Bewerbungen Elektroniker auf 75 Bewerbungen Elektroniker gesunken. Und mit ganz vielen solchen Maßnahmen, Schulbesuchen, Praktikas, Messen und so weiter, wo man im letzten Jahr sehr forciert hat, gelingt es uns jetzt wieder, diese Bewerberquote zu steigern. Ein Problem, das nahezu alle Betriebe in Deutschland betrifft. Die Bewerberzahlen sinken, es wird immer schwieriger, geeignete Azubis zu finden. Die Gründe dafür sind auch den Organisatoren von Technikchecker bekannt. Es ist einfach so der demografische Wandel. Es gibt weniger Jugendliche, die einfach dem Ausbildungsmarkt zur Verfügung stehen. Und das andere ist natürlich, dass die Spezialisierung in der Technik immer mehr Fähigkeiten auch verlangt, auch immer mehr bessere Sachen verlangt. Und deswegen natürlich auch gerade so Hauptschüler oder Realschüler langsam ins Hintertreffen geraten. Damit das möglichst nicht passiert und damit die Jugendlichen wissen, wofür sie sich in der Schule anstrengen müssen, gibt es Projekte wie dieses. Bei den Teilnehmern jedenfalls kommt die Woche in der Praxis gut an. Es gibt viel zu lernen. Ja, also eigentlich viel über Technik und so Elektronik, Mechanik. Wir haben auch hier schon so eine Führung gekriegt durch die Firma und haben also gesehen, was die hier alles herstellen. Ja, und dann habe ich halt schon so einen kleinen Vorgeschmack, weil ich mache ja in der 9. Klasse mache ich ein Praktikum. Und da können die mich theoretisch dann auch hier bewerben, weil ich war ja schon mal hier und habe ja schon ein bisschen was gemacht. Die Chancen stehen gut für Niklas, denn die Ausbilder des Memminger Messgeräteherstellers greifen gerne auf Schnupperpraktikanten zurück. Die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, sind für die Teilnehmer jedenfalls gestiegen. Hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Also wir schauen uns die Leute diese Woche natürlich an. Das gilt generell, auch wenn man bei uns ein Schnupperpraktikum macht. Ich sage immer, da geben die jungen Leute eine Visitenkarte ab. Und das ist auch eine mögliche Eintrittskarte für einen Eignungstest bei Rode & Schwarz, neben dem Schulzeugnis selbstverständlich.
Vermutlich wird da aber nicht für jeden eine Ausbildungsstelle herausspringen. Trotzdem aber ist die Woche als Technikchecker eine Erfahrung, die jedem hier zugutekommen wird. Welches Bild haben Sie im Kopf, wenn Sie an einen Philosophen denken? Vielleicht ein älterer Herr mit Denkerstirn, Bart und einer Pfeife im Mundwinkel? Mag sein, dass es die auch gibt. Aber was den Sieger des Landeswettbewerbs Philosophie und Gewinner des dritten Platzes auf Bundesebene angeht, ist diese Beschreibung weit gefehlt. Denn der Sieger ist eine junge Sie. Hanna Kriegler heißt sie, ist 19 Jahre alt und kommt eigentlich aus einem kleinen Ort bei Markt Indersdorf in der Nähe von Dachau. Zurzeit wohnt sie in Mindelheim und besucht dort das Maristenkolleg. Meine Kollegen Steffen Konrad und Anne Scharp haben die junge Dame besucht. Von wegen, Philosophie sei etwas für weltfremde Gehirnakrobaten, die abgehoben grübelnd in ihrem Elfenbeinturm sitzen. Hanna Kriegler verbringt ihre Freizeit gerne mit Feiern und Schafkopfen zusammen mit ihren Freunden. Trotzdem, im Landeswettbewerb Philosophie hat sie zuletzt den ersten Platz erreicht. Und das, obwohl sie sich erst seit 1,5 Jahren damit beschäftigt. Eine ihrer Stärken hier? Die permanente Suche nach dem Warum hinter allem. Ich möchte Theologie studieren, einfach weil ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, ein Fundament zu haben. Und in der Philosophie kann man das gut fragen und nachfragen. Aber Theologie hat dann auch die Chance, dass man noch einen Schritt weiter geht und sagt, okay, ich beschäftige mich mal mit den verschiedenen Ansätzen, wie das Fundament jetzt ausschaut. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht alles gleichgültig bewertet, sondern dass man sich eine eigene Meinung bildet, einen eigenen Standpunkt. Und so beschäftigt sie die Frage nach der nächsten Karte ebenso sehr wie die Suche nach dem Grund des Lebens und des Glaubens. Zum Beispiel Nietzsche, wo die meisten Leute sagen würden, ist der Gegner von Christentum oder Religion oder Theologie schlechthin, habe ich gemerkt, dass auch der nach einem Fundament gesucht hat. Und wo einfach, wenn ich mich mit Philosophen beschäftige, dann schaue ich immer, wie ist die Argumentationsstruktur, wo fängt der an zu denken? Weil jeder fängt irgendwo an zu denken und das ist das, was mich interessiert. Wo ist der Grund, wo baut jemand seine Argumentationsstruktur drauf auf? Und das ist dann der Grund, der Punkt, wo bei mir Theologie ansetzt, dass ich mir sage, okay, gehe ich jetzt davon aus, dass es Gott gibt oder gehe ich davon aus, dass es ihn nicht gibt? Und dann kann ich anfangen, weiter zu argumentieren. Ihre Teilnahme am Aufsatzwettbewerb dieses Mal war bereits ihr zweiter Versuch. Doch ihr erster Anlauf vergangenes Jahr verlief nicht so erfolgreich wie der jetzige. Ich habe letztes Jahr schon mal mitgemacht im Rahmen von dem Philosophie-Grundkurs, habe da bestimmt 3-4 Wochen geschrieben und das hat mich auch selber total beschäftigt. Das war Thema Wahrheit und da habe ich total, also da bin ich fast noch mehr drin als jetzt mit dem Toleranzthema. Und Toleranz, das war, ich musste Chemie lernen und bin jetzt in Chemie, muss ich wirklich was tun und hatte keine Lust mehr, habe beschlossen, ach, jetzt hätte ich noch einen halben Tag Zeit und dann das Abgabetermin für den Aufsatz, jetzt setze ich mich mal hin und habe eigentlich nur meinen Frust runtergeschrieben. Also das war nicht so durchdacht. Also ja, ich habe dann schon versucht, dass die Argumentation logisch ist, natürlich, aber ich habe da nicht Bücher gelesen oder so dazu. Trotz der kurzen Zeit. Zum Aufsatzthema Toleranz hat sich Hanna Kriegler eine klare Meinung bilden können. Also das war praktisch die Frage so ein bisschen, was ist Toleranz? Und Toleranz hilft nur den Rücksichtslosen. Dass, wenn ich tolerant bin mit den Tätern, kann ich dann auch noch tolerant sein mit den Opfern. Was ist Toleranz eigentlich? Und ich habe mich da kritisch damit auseinandergesetzt, auch mit dem Problem, dass heutzutage viele Leute eben wirklich alles gleichgültig sehen und das dann mit Toleranz gleichsetzt. Und ich habe gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen wirklich tolerant sein, also was auszuhalten, auch mal andere Meinungen zuzulassen, das da durchzustehen, auch wenn man nicht einer Meinung ist und einfach überhaupt keine Meinung zu haben. Das ist für mich der Unterschied. Neben der Philosophie, Sport und ihren Freunden hat Hanna Kriegler noch ein anderes Hobby. Musik. Sie spielt Geige, Akkordeon und Gitarre. Wohl auch eine Art Ausgleich für die Suche nach Antworten auf die schwierigen Fragen, die ihr beim bundesweiten Wettbewerb der Philosophischen Winterakademie in Münster gestellt wurden. Ihr Aufsatzthema dort? Gibt es einen gerechten Krieg? Ich glaube nicht. Einfach weil Gerechtigkeit für mich was anderes ist. Gerecht kann nicht sein, wenn die Menschlichkeit nichts mehr zählt, wenn das einzelne Leben von einem Menschen nichts mehr zählt. Und deswegen passt allein das Wort gerechter Krieg für mich nicht zusammen. Beeindruckend. Den Aufsatz hat sie komplett auf Englisch geschrieben. Für Hannas nächstes großes Projekt wird die Musik in nächster Zeit aber wohl ein bisschen zurückstecken müssen. Denn ihre Abiturprüfungen stehen unmittelbar bevor.
Den Eltern von Baby Louis aus Probstried muss es wie ein kleines Osterwunder vorgekommen sein, als sie am Wochenende erfahren haben, dass ein Spender für ihr leukämiekrankes Kind gefunden worden ist. Über die Suche nach einem Spender und die überwältigende Resonanz bei der Typisierung haben wir ja berichtet. Unter den getesteten rund 8000 Personen war kein geeigneter Kandidat. Der jetzige Spender stammt auch nicht aus der allgemeinen Datei der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern. Aber sicher ist, dass er zu 90% zu Louis passt. Zu den Voruntersuchungen war Louis bereits in einer Münchner Klinik. Der Termin für die Transplantation ist für Ende April angesagt. Weitere Meldungen aus der Region sowie die Wetteraussichten für unser Wochenende haben wir gleich für Sie. Die Erlebnisflotte der Bodensee-Schiffsbetriebe macht ihren Ausflug zu einem unvergesslichen Ereignis. Der Bodensee zum Erleben nah. Allgäuer Immobilien und Bautage 2010. Ausbau, Umbau, Neubau. Erfahren Sie alles rund um Haus und Garten, von der Planung bis zur Finanzierung. 140 kompetente Fachaussteller sorgen für Durchblick. Die Allgäuer Immobilien und Bautage am 17. und 18. April 10 bis 18 Uhr, Messegelände Eisstadion Kempten. Allgäu-Mail, die Komplettlösung für Ihre Geschäftspost. Von der Abholung über die Erfassung und Sortierung aller Briefsendungen bis zur Zustellung. Ein persönlicher Ansprechpartner für Ihre gesamte Post. Zuverlässig, flexibel, preiswert. Allgäu-Mail, Ihr Spezialist für Briefzustellungen und Postlogistik. Der Kemptener Jazzfrühling. Täglich 16 Stunden live. Jazz, Blues und Gospel. Über 100 Konzerte auf über 40 Bühnen und 400 Musiker aus 18 Ländern. Die Meldungen des Tages. Ein Schneeschuhwanderer aus Altusried, der am Dienstagmorgen aus einer Schneehöhle in Tirol gerettet worden war, ist jetzt aus dem Krankenhaus entlassen worden. Zusammen mit dem Pforzheimer Bürgermeister Alexander Ulich und zwei anderen Bergwanderern war er Ostern auf dem Großvenediger von schlechtem Wetter überrascht worden. Nur weil sie sich auf 3600 Metern Höhe eine Schneehöhle gegraben hatten, konnten die vier Männer nach 3 Tagen lebend gerettet werden. Das Duell zwischen den beiden Memminger Oberbürgermeisterkandidaten Claudia Knoll von der CSU und Dieter Buchberger von der ÖDP geht weiter. Nachdem Knoll Buchberger, wie berichtet, gestern für dessen Kandidatur kritisiert hatte, weist Buchberger ihre Vorwürfe jetzt zurück. Es habe zwar Übereinstimmungen zwischen ÖDP und CSU gegeben, beispielsweise bei der Verbesserung des Busverkehrs. Nachdem die CSU aber in den Haushaltsberatungen die Vorschläge der ÖDP zum Großteil abgelehnt habe, hätte man die Reißleine ziehen müssen, so Buchberger. Dafür lasse er sich auch gerne als Hardliner beschimpfen. Statt sein Programm noch vor dessen Veröffentlichung zu verurteilen, fordert er Knoll dazu auf, zu erklären, warum sie bisher immer gute Miene zu den Versäumnissen des amtierenden Oberbürgermeisters gemacht habe. Unterdessen hat die Regierung von Schwaben den in Memmingen favorisierten Wahltermin am 4. Juli bestätigt. Dann wird wohl auch der Volksentscheid für echten Nichtraucherschutz stattfinden. Bei einem Großbrand des Landgasthofes Schanz in Weißensberg ist heute Nacht ein Schaden von 500.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Wir wurden ca. gegen 1.35 Uhr alarmiert und fanden hier bei Eintreffen vor Ort einen Fehlbodenbrand im Bereich der Küche vor. 2 Personen, die uns bei der Alarmierung als vermisst gemeldet wurden, konnten bereits durch Einsatzkräfte der Polizei gerettet werden. Personen kamen soweit nicht zu Schaden. Um kurz vor 5 Uhr war der Brand gelöscht. Die B12 war wegen des Brandes noch bis 8 Uhr gesperrt. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei Lindau und Memmingen ermittelt. Opfer dreister Trickbetrüger ist am Mittwochnachmittag eine 80-jährige Frau in Memmingen geworden. 2 Männer sprachen die Dame auf dem Weg ins Krankenhaus an und gaben vor, ihren verstorbenen Ehemann gekannt zu haben. Im Gespräch fragten sie die Frau über deren wirtschaftliche Verhältnisse aus. Als sie wieder nach Hause kam, wurde sie von einem weiteren Mann angesprochen, der sich als Polizist ausgab. Er erzählte ihr, dass bei ihr eingebrochen und Bargeld gestohlen worden sei.
Die Dame ließ ihn in die Wohnung und zeigte ihm, wo sie ihr Bargeld aufbewahrte. Der falsche Polizist erklärte ihr, er müsse die Geldkassette mit zur Spurensicherung nehmen. Die Rentnerin stellte später fest, dass rund 5000 Euro und ein kleiner Goldbarren im Wert von 500 Euro gestohlen worden waren. Die drei Täter waren zwischen 1,65 Meter und 1,80 Meter groß. Einer von ihnen trug einen grünen Stoffmantel. Weitere Angaben liegen der Polizei derzeit nicht vor. Der Allgäuer Berghof bei Ofterschwang ist jetzt von der Bayern Tourismus Marketing für den Innovationspreis 2010 nominiert worden. Mit dem Preis werden besonders kreative und richtungsweisende Angebote mit Übernachtung ausgezeichnet. Der Allgäuer Berghof hat sich auf Familien mit Kindern spezialisiert und bietet für sie unter anderem einen speziellen Wellnessbereich an. Am 3. Mai wird der Gewinner bekannt gegeben. Dotiert ist der Innovationspreis mit einem Marketingpaket in Höhe von 50.000 Euro. Und zum Sport. Mit ihrer fünften Niederlage haben die deutschen Curler bei der Weltmeisterschaft in Italien die erhoffte Playoff-Teilnahme verpasst. Die Auswahl des CC Füssen um Skip Andy Cup verlor heute in Cortina d'Ampezzo mit 4:8 gegen die USA und hat vor ihrer letzten Partie gegen Schweden keine Chance mehr auf die ersten vier Plätze. Gegen die USA hätten die deutschen Curling-Männer unbedingt einen Sieg benötigt, um ihre Chance auf die Runde der letzten vier zu wahren. Das waren unsere Meldungen vom 8. April, das Wetter. Bei jedem Wetter preiswert waschen. Ihr Autowaschpark in Kottern, Sonthofen, Neugablonz und Mindelheim. In der Nacht zum Freitag kühlt es im ganzen Allgäu wieder etwas ab. Es bleibt teilweise bedeckt und die Temperaturen liegen zwischen 8 bis 10 Grad. Am Morgen halten sich die Wolken weiterhin am Himmel und verdecken abschnittsweise die Sonne. Es bleibt aber mild bei 4 bis 6 Grad. Nachmittags wird es dann wieder warm, die Wolken setzen sich aber immer mehr durch. Die Temperaturen liegen bei 14 bis 15 Grad. Das Wochenende startet wechselhaft. Im Oberallgäu kann es regnen und es kühlt leicht auf 11 bis 13 Grad ab. Am Sonntag wird es noch frischer und mit dem Regen können auch ein paar Schneeflocken fallen. Die neue Woche bringt Wetterbesserung. Es wird wieder trocken und im Unterallgäu und am Bodensee lässt sich die Sonne wieder blicken. Bei frühlingshaften 10 bis 12 Grad. Kaum wird es so langsam wieder wärmer, juckt es den engagierten Hobbygärtnern in den Fingern. Experten warnen allerdings davor, zu früh mit der Neubepflanzung im heimischen Garten zu beginnen. Zumindest die Eisheiligen sollte man abwarten, ansonsten drohen die Pflanzen im nächtlichen Frost gleich wieder abzusterben. Wer trotzdem mit den Frühlingsvorbereitungen im Garten loslegen will, kann durchaus auch schon jetzt einiges tun. David Rist und Thomas Kehrer haben beim Landschaftsgärtner Erich Wörfel mal nachgefragt, was momentan schon machbar ist. Der Gartenteich wird zu dieser Jahreszeit wohl kaum mehr zufrieren. Hier kann man schon mal anfangen, Laub zu entfernen. Gräser und Schilf müssen gestutzt werden. Dabei ist lediglich zu beachten, alles, was abgestorben ist, kann weg. Das Gras wächst wieder von alleine nach. Wer im Herbst verpasst hat, seine Rosen und Sträucher für den Winter zu präparieren, der muss jetzt im Frühling Hand anlegen. Also bei Rosen ist es ganz wichtig, wenn ich es im Herbst nicht mehr geschafft habe, die zurückzuschneiden, dass ich die Pflanzen oder die Triebe zurückschneide und die Äste zurückschneide, wo ich einen Schneebruch erlitten habe, wie hier. Ganz einfach mit einer ganz normalen kleinen Handschere für Äste schneide ich ihn einfach ab. Dann habe ich einen neuen Trieb, wo sie entwickeln kann und die Pflanze leidet nicht darunter unter dem Schneebruch. Da ist ganz wichtig, was ich im Frühjahr machen muss, dann natürlich die ganzen abgestorbenen Zweige, Äste, die nicht mehr treiben und der Pflanze eigentlich bloß Kraft kosten, muss ich zurückschneiden und dann steht eigentlich im gesunden Wachstum der Pflanze nichts mehr im Weg. Einige Pflanzen neigen sich unter dem schweren Schnee vom Winter Richtung Boden. Sie kann man einfach an einem Holzstab festbinden. Die Pflanzen wachsen mit der Zeit wieder automatisch nach oben. Wer Gartenmöbel oder eine Terrasse aus Holz hat, der kann jetzt mit dem Lasieren beginnen. Was natürlich ganz wichtig ist, wenn ich eine Holzterrasse habe, Gartenmöbel, das aus Holz besteht, Bankiereiholz ist eigentlich ein relativ meist verkauftes Holz, auch bei Holzterrassen. Ich habe bei Terrassen, die nicht überdacht sind, andere Witterungsbedingungen wie bei Terrassen, die überdacht sind, wie hier. Trotzdem muss ich es im Frühjahr einfach wieder einlassen, einölen, dass das Holz einfach länger beständig ist. Schaut auch gleich wieder schöner aus, es nimmt wieder einen anderen Farbton an und ist auch wieder witterungsbeständig. Im Allgemeinen gilt aber, vor den Eisheiligen lohnt es sich nicht, neu zu pflanzen oder Gras zu säen. Wenn es dann aber soweit ist, sollte man mit Hilfsmitteln wie Düngern vorsichtig sein.
Also bei vielen passiert es einfach so, dass die Pflanzen noch nie gedüngt worden sind, die einfach nur den Mutterboden haben und die Nährstoffe daraus entnommen worden sind. Und jetzt kriegen die Pflanzen plötzlich einen Dünger ab und das in einer sehr großen Menge. Und die Pflanzen sind es nicht gewohnt und dann gehen durch die Pflanzen ein. Die ersten Arbeiten im Garten sind getan. Jetzt kann man beruhigt die Eisheiligen abwarten. Dann kann auch wieder eifrig gepflanzt und gesät werden. Schon schön, der neue Garten. Die Eisheiligen übrigens beginnen in diesem Jahr am 11. Mai. Dann kann es nochmal tüchtig Frost und vor allem Nachtfrost geben. Wo Schwarzwälder draufsteht, ist nicht Schwarzwälder drin, sondern Allgäuer. An sich nichts Schlechtes, alles was aus dem Allgäu kommt, ist ja prinzipiell auch gut. Allerdings ist die Firma Breisgau Milch jetzt deshalb wegen Etikettenschwindels dran. 7 Milchprodukte der Marke Schwarzwälder, darunter Butter, Frischkäse und Kaffeesahne, stammen nämlich nicht aus dem Schwarzwald, sondern aus Wangen im Allgäu. Der Grund für die Verbrauchertäuschung liegt laut Molkerei in ihrer wirtschaftlichen Lage. Deshalb habe Breisgau Milch auf die Dienstleistung der externen Partnermolkerei im Allgäu zurückgegriffen. Die 7 Mogelprodukte werden jetzt aus dem Verkehr gezogen. Künftig wird die Firma darauf achten, dass da, wo Schwarzwälder draufsteht, auch Schwarzwälder drin ist. Schade eigentlich aus Allgäuer Sicht. Zum Ersten, Vertrauen gewinnen. Durch kompetente Beratung bereits bei der Einlieferung. Zum Zweiten, Vielfalt entdecken. Große und kleine Schätze finden ihre neuen Liebhaber. Zum Dritten, Spannung erleben. Faszination, Versteigerung in diskreter Atmosphäre. Wertvolles von Hand zu Hand. Allgäuer Auktionshaus in Kempten. Autohaus Brosch. Ihr Mazda-Partner seit 1973. EU-Neuwagen aller Marken. Auto-Crew-Werkstatt für alle Fabrikate. Immer erst zu Brosch. Ihr zuverlässiges Familienunternehmen in Kempten-Durach. Tanken Sie Sonne. Sauber, unabhängig, preiswert. Alles Wissenswerte unter www.allgäuer-solarpaket.de. Rockfrühling und Rasried, 9. und 10. April. Am Freitag abrocken mit Shark und Wanted. Am Samstag brennt die Bühne mit Face und Friends. Mitrocken an der längsten Theke des Allgäus mit 7 Bars. Rockfrühling und Rasried 2010, 9. und 10. April. Treffpunkt Freizeit. Geschichten und Berichte aus unserer Heimat. Tourismus und Freizeit. Kultur und Brauchtum. Sehen, was das Allgäu bewegt. Wir sehen uns im Treffpunkt Freizeit. Der Marktoberdorfer Bildhauer Bernd Dürr ist in seiner Heimat kaum bekannt. Als Archivarin Ursula Tamm im Marktoberdorfer Stadtarchiv auf einen Ordner über den Künstler stieß, weckte das ihr Interesse. Denn in der Kunstszene hatte der Allgäuer durchaus einen Namen. Grund genug für Ursula Tamm, weiter zu recherchieren. Mittlerweile ist eine Ausstellung im Marktoberdorfer Künstlerhaus entstanden. Verschiedenste Exponate sowie Biografisches des Bildhauers werden dort gezeigt. David Rist und Manfred Fiener mit einem Rundgang. Eigentlich ist das Marktoberdorfer Stadtarchiv ihr Metier. Doch Ursula Tamm war vom Leben und Schaffen Bernd Dürrs auf Anhieb fasziniert. Mit Hilfe des Marktoberdorfer Künstlerhauses entstand deshalb die Ausstellung Bernd Dürr – eine Erinnerung. 1953 in Marktoberdorf geboren, suchte er nach dem Abitur schnell das Weite. Seine erste Station war die Münchner Akademie der Bildenden Künste. Er ist dort sehr schnell zum Meisterschüler seines berühmten Professors, des dänischen Bildhauers Robert Jacobsen, ernannt worden. Und er hat schon sehr früh eine große Eigenwilligkeit und Eigenständigkeit in seinen Werken gezeigt. Eine seiner früheren Arbeiten ist das Werk Hunde aus Meute von 1983. Jedes einzelne Stück ist für sich individuell charakteristisch. Geformt sind sie jeweils aus nur einer Eisenplatte. Also Bernd Dürrs Idee war es, aus einer Materialfläche durch raumerzeugende Arbeitsvorgänge wie Schneiden, Falten und Biegen seine Skulpturen zu schaffen
Und wie kaum ein anderer hat er den Weg in die dritte Dimension, also die Entwicklung eines Bildwerkes in den Raum hinein, zu seinem Thema gemacht. Der dabei entstandene Hohlraum der Skulpturen war für den Künstler immer ein großes Thema. Dürr selbst bezeichnete ihn als das Innerste seiner Werke. Die Erinnerung von 91 ist ausnahmsweise mal aus zwei Eisenplatten entstanden. Sie steht im Dialog mit einem für den Künstler geschriebenen Gedicht von Paul Wöhr. Der Dichter Paul Wöhr war sehr gut mit dem Bildhauer befreundet. Denn neben der Akademie der Bildenden Künste belegte Dürr noch das Fach Philosophie an der Universität. Die Art, wie Dürr fingerdicke Stahlplatten in Szene gesetzt hat, ist beeindruckend. Ein eigentlich brachiales Material bekommt warme Formen und einen Charakter. Dürrs Werke haben fast immer ein Wesen mit Charakterzügen dargestellt. Die drei Stehenden aus dem Jahr 1987 könnte man sogar als verschiedene Personen interpretieren, wie immer mit komplett unterschiedlichen Charakteristika, von einer verschlossenen Haltung bis hin zu einem warmen, geöffneten Wesen. So vielfältig seine Skulpturen sind, so vielfältig war auch der Mensch Bernd Dürr und dabei immer sehr sensibel, wie Ursula Tamm betont. Am 15. April 2000 ist er gestorben und Fakt ist, dass er in der Kunstwelt durchaus international sowie auch national Aufmerksamkeit erregte. Und Fakt ist auch, dass nur sein früher Tod seinem progressiven Schaffen ein Ende gesetzt hat. Kommenden Donnerstag ist der 10. Todestag des Bildhauers Bernd Dürr. Ja, und so lange läuft auch noch die Ausstellung im Marktoberdorfer Künstlerhaus. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr, am Wochenende schon ab 14 Uhr. Als Abschluss findet am Donnerstag um 20 Uhr eine Lesung mit Texten des Dichters Paul Wöhr statt. Take-off am Bodensee in Friedrichshafen ist heute die Aero 2010 gestartet. Es ist die europäische Leitmesse für die allgemeine Luftfahrt. 450 Aussteller aus 25 Ländern sind nach Friedrichshafen gekommen. Vielleicht ein Ausflugstipp fürs Wochenende, denn dann steigen bei einer spektakulären Airshow Kunstflieger mit teilweise legendären Maschinen in den Luftraum über dem Bodensee. Und was sonst noch geboten ist in den nächsten Tagen, sehen Sie jetzt in unseren Veranstaltungshinweisen. Die Theatergruppe Wildpolsried präsentiert in erstklassiger Besetzung Gesang, Tanz und Schauspiel aus Anton Scheufeles Erfolgsstück Alpenglühen – Zwei Welten. Ein Musiktheater über Liebe und den Wunsch, frei zu sein. Premiere am 1. Mai, weitere Termine unter www.zweiwelten2010.de. Kartenverkauf ab heute, Montag bis Freitag von 14.30 Uhr bis 17 Uhr im Stehcafé Englisch. 3 Tage Rock vom Feinsten beim Go2Gö in Görisried. Am Freitag, dem 16. April, ist es soweit. Doro, die Queen of Heavy Metal höchstpersönlich, eröffnet das Festival, supported von Crypteria. Live und in Farbe heißt das Motto am Samstag, dem 17. April. Revolverhead gastieren im Rahmen ihrer aktuellen Tour in Görisried und werden natürlich auch Spinner zum Besten geben. Zum Abschluss am 24. April noch ein Highlight für alle Classic-Rock-Fans. Die Glamrocker von Sweet spielen ihre legendären Hits und lassen die 70er noch einmal aufheben. Karten gibt es an der Abendkasse oder unter www.go-to-go.de. Große Ü30-Party im Club Go in Obergünzburg. Auf 2 Floors gibt es Kult- und Dance-Classics von den Turm-DJs sowie Rock-Klassiker der 70er bis 90er Jahre mit den DJ-Urgesteinen von damals. Einlass ab 21 Uhr, Gruppen ab 10 Personen erhalten einen 20-Euro Getränkegutschein. Außerdem Chill-Lounge mit Kaffee und Cocktails. Infos auch unter www.clubgoin.de. Die Mindelheimer Jazztage versprechen wieder Überraschendes, Traditionelles, Bewegungsförderndes sowie eine ordentliche Prise Stimmung. Weitere Infos und Karten vor Verkauf unter www.jazz-isch.de oder bei der Dampfsäg Sontheim unter Telefon 08 336 226. Wir sind am Ende unserer Donnerstagsausgabe. Morgen haben wir unter anderem einen Bericht darüber, warum der Füssener Bahnhof jetzt um einiges attraktiver geworden ist. Einen schönen Abend noch für Sie. Einrichten nach Maß. Modern, hochwertig und mit einer einzigartigen Auswahl an kreativen Wohnideen. Möbelböck in Kempten-St. Mangen.